Madeira. Mitten im Atlantik gibt es eine wundervolle Insel namens Madeira, die immer mehr von einer ganz besonderen Spezies der Menschheit entdeckt wird, von Motorradfahrern. Ja, einen wunderschönen guten Morgen von der Blumeninsel Madeira, dem Motorradparadies mitten im Atlantik. Wir möchten Ihnen zeigen, wie man hier im Winter Motorrad fahren kann, natürlich auch im Sommer. Wir zeigen Ihnen unsere Villa Ventura, unser Partnerhaus, fast direkt am Meer, die Mietmotorräder, die Eckhard Kutz, alles BMWs bereithält. Und dann weise ich noch darauf hin, dass Madeiras Geraden eigentlich aus Kurven bestehen. Aber genug der Vorrede, fahren wir einfach mal los. Madeira mit einer Gesamtfläche von 741 Quadratkilometern kann man sich grob gesagt so vorstellen wie ein zerknülltes Blatt Papier, das mitten in einer Badewanne schwimmt. So jedenfalls beschrieb Christopher Columbus das Eiland einst der Königin von Spanien. Die Entstehung der Insel verhält sich genau wie bei den Kanaren oder Azoren, als eine Folge des Vulkanismus, der ursächlich mit dem Kontinentalplattendrift zwischen Afrika und Amerika im Zusammenhang steht. Daher findet sich auf der Insel eine wahrhaft atemberaubende Topografie, die auf kürzester Distanz Höhenunterschiede von mehr als 1800 Höhenmetern zulässt. Nicht nur Motorradfahrer, die Madeira besuchen, sind im M&R-Partnerhotel Villa Ventura in Canicho de Baixo richtig gut aufgehoben. Hier spricht man neben Portugiesisch und Englisch auch Deutsch. Außerdem ist man schon seit Jahren auf Motorradfahrer richtig gut eingestellt und hält jede Menge Tipps bereit. Obendrein bietet das M&R Hotel auch komplette Motorradprogramme an. Im Angebot enthalten sind dann zum Beispiel 7 Übernachtungen mit Halbpension, der Flughafentransfer, BMW Mietmotorräder von Magos Car, 4 begleitete Motorradtouren mit M&R Guides, Roadbooks, Kartenmaterial sowie ein M&R Funktionsshirt. Die Preise beginnen schon ab 612 Euro pro Person. Die gepflegten Zimmer sind praktisch mit Kochnische, Bad und WC sowie Sat.TV mit deutschen Programmen ausgestattet und für schmales Geld zu haben. Die meisten Zimmer verfügen noch über ein besonderes Highlight. Die Balkons eröffnen einen traumhaften Blick über das Meer. Das Hotel verfügt obendrein über eine sehr hübsche Dachterrasse, wo äußerst leckere madeirensische Spezialitäten am offenen Feuer zubereitet werden. Auch hierfür sind die Preise sehr erschwinglich. Bevor man die leckeren Grillspezialitäten genießt, kann man an der Bar ein Aperitif nehmen oder sich den besten Wein zum Essen empfehlen lassen. Außerdem hält Jacinto, der Chef des Hauses, auch noch so manchen Tipp für Touren und besondere Sehenswürdigkeiten parat. Madeira darf man als touristisch noch nicht verseucht bezeichnen. Überall kann man lecker und überraschend preiswert schlemmen. Man muss auf Madeira auch keine Angst vor Knoblauchgerüchen haben. Denn hier steht die gesunde Würzknolle ganz hoch im Kurs. Jeder isst sie und keiner riecht sie deshalb. Vor allem Espada, schwarzer Degenfisch, und Espetada, Spieße mit speziell gewürzten Rumpsteakstückchen, sind hier der absolute Renner. Wer es einmal gegessen hat, kann süchtig davon werden. Dazu wird dann frisches Gemüse und das Knoblauchbrot Bolo de Caco serviert. Und danach gibt es einen leckeren Poncha, das Nationalgetränk Madeiras. Und wo der herkommt, schauen wir uns am nächsten Tag an. Wir sind in der Zuckerrohrschnapsfabrik in Porto da Cruz, wo zur Erntezeit Dampfmaschinen stampfen und fauchen. Heraus kommt Aguardente, der später in verschiedenen Trinkstärken vor Ort verkauft wird. Aquadende ist aber auch der Grundstoff für den Poncha, der gleich mal mit frischem Zitrussaft und Honig für uns zubereitet wird. Aber Vorsicht, Aquadende hat mehr Umdrehungen als manches Motorrad und selbst Poncha darf nur die Sozia probieren. Da bleibt uns Fahrern nichts anderes übrig, als so ein leckeres Tröpfchen mit nach Hause zu nehmen. Wer die Nordküste unserer Trauminsel oben ohne erkunden möchte, sollte dem Motto Morgenstund hat Gold im Mund sehr positiv gegenüberstehen.
Immerhin gibt es da sehr viel zu entdecken und damit sollte man fertig sein, bevor die Passatwinde ihre fast täglichen Wolken zum Norden der Insel schicken. Vor allem die Via Antigua dürfte beeindrucken. Das teilweise äußerst schmale Teerband der alten Straße entstand erst 1950 und ersetzte damals wagemutige Saumpforte den Steilwänden der Nordküste. Heute dient sie nur noch als Einbahnstraße, aber früher floss der gesamte Verkehr über sie. So trafen sich halt Busse mit LKWs oder umgekehrt. Naja, und das Chaos war perfekt. Für uns Motorradfahrer ist die inzwischen völlig neu gebaute Straße, die auf den Namen Via Expresso hört, ein einziger Segen. Sie nimmt fast den gesamten Verkehr auf und so können Motorradfahrer auf der Via Antigua völlig ungestört sozusagen zwischen Himmel und Meer durch gewaltige Steilwände kurven. Das Ganze begeistert natürlich alle Fans des Garschiebers, so auch Barry aus Holland, für den Madeira der sprichwörtliche Garden Eden mitten im Atlantik ist. Und wir wollen doch ein bisschen schonen und Motorrad fahren und haben wir geguckt, auf Bücher natürlich und Internet und haben wir gesehen, wir können hier Motorradvermietung war hier, ja, und dann eine Woche zusammen. Wir haben ein herrliches Haus gefunden. Moderat haben wir hogere Berge. Ja, das Wetter ist immer besser, die Temperatur und nicht zu heiß. Na, das ist für uns Ferien. Madeira verträgt auch mal kulturelle Tage. Wie wäre es mit einem Badetag am wunderschönen Strand Prainha oder einem Wandertag in den Libradas entlang? Diese Bewässerungsgräben ziehen sich fast über die ganze Insel. Oder aber man genießt das allgegenwärtige und ganzjährig blühende Blumenmeer Madeiras als einzigartigen Balsam für die Seele. Dann könnte man auch mit dem Korbschlitten von Monte hinunter nach Funchal rodeln. Aber was man mal ganz sicher machen sollte, ist die Lavahöhlen bei São Vicente besuchen. So bekommt man einen Einblick in den vulkanischen Ursprung der Insel. Die Gruta de São Vicente entstanden in der letzten Phase vulkanischer Aktivität. Sie blieben als röhrenförmiger Hohlkörper zurück, als die bei dem Ausbruch abfließende Lava an der Oberfläche abkühlte und sich verfestigte. Unterhalb der Oberfläche dagegen floss die Lava mit hoher Temperatur und großer Fließgeschwindigkeit durch diese Röhre, bis der Vulkan kein weiteres Material mehr ausspie. Madeira entstand in mehreren vulkanisch aktiven Phasen. In jeder gab es an mehreren Stellen der Insel Ausbruchszentren. Überbleibsel des Ganzen sieht man an einigen Stellen im Inselinneren, an denen pyroklastisches Gestein von mit basaltischem Material gefüllten Eruptivgängen durchzogen ist. An einigen Stellen im Hochgebirge finden sich außerdem auffällige Kuppeln oder Felsklippen. Hierbei handelt es sich um ehemalige Schlotgänge, die anders als das umgebende Gestein noch nicht von der Erosion abgetragen wurden. Die vulkanische Aktivität begann vor etwa 18 Millionen Jahren und endete erst vor 6450 Jahren. Die Grutas lohnen also immer einen Besuch, zumal fachkundige Führungen den ganzen Tag über angeboten werden. Eine weitere Attraktion, entstanden durch den Vulkanismus, findet sich ganz im Westen der Trauminsel. Porto Moniz kennt man für natürliche Meerwasserpools, in denen man herrlich planschen kann. Und dort fahren wir jetzt hin, also packt die Badehosen ein. Über Jahrhunderte hinweg hat die Brandung hier das weiche Gestein ausgespült und natürliche Lavabecken geschaffen. Einfach wundervoll für die Abkühlung nach heißen Kurven geeignet. Gleich neben dem wild tosenden Atlantik kann man in dem herrlich ruhigen Meerwasser seine Bahnen ziehen. Gerade bei langen Touren ist das ein großartiger Zwischenstopp, bevor wieder heiße Schräglagen angesagt sind. Die Wassertemperaturen des Atlantiks sind ebenfalls stets angenehm, denn sie liegen zwischen 17 Grad Celsius vom Februar bis zum April und bis zu 25 Grad Celsius im November. Die Einwohnerzahl der Insel beträgt derzeit 260.000, von denen ca. 120.000 in der Hauptstadt Funchal leben.
Das Klima auf Madeira ist ausgeglichen und Wassermangel kennt die Insel wegen der Passatwinde, die dann und wann, vor allem im Norden oder in den Bergen, den sprichwörtlichen Warmregen bringen, auch nicht. Madeira bietet sich daher als ein hervorragendes Ganzjahresziel an, da die Lufttemperaturen beständig zwischen etwa 20 Grad Celsius im Winter und 25 Grad Celsius im Sommer pendeln. Genau wegen des günstigen Klimas ist auch Eckhard Kutz mit seiner Frau auf Madeira gelandet. Und den treffen wir jetzt. Der ehemalige Kieler Polizist hat sich auf Madeira selbstständig gemacht und vermietet neben 130 Autos auch etwa 30 bestens gewartete BMW-Motorräder. Wir wollten von Eckhard wissen, der ja auch die madeirensischen Polizeimotorräder repariert, was ihn von anderen Motorradvermietern unterscheidet. Ja, Motorräder, das ist so eine ganz spezielle Geschichte. Und wir haben uns eigentlich von vornherein, um einen hohen Standard zu gewährleisten, dem verschrieben, dass wir hier von A bis Z alles selbst machen. Das schließt heutzutage natürlich auch das Auslesen von Fehlerspeichern ein und so weiter und so weiter. Genau diese Punkte, die Wartung nämlich, das ist das, worauf man beim Motorradmieten unbedingt achten sollte. Denn wir wissen aus Erfahrung, dass Mitbewerber mit dieser Geschichte sehr oft sehr oberflächlich umgehen. Reifen sind das eine, Bremsen sind das zweite und insbesondere die Bremsen hier auf Madeira nehmen die Nummer eins ein. Also wenn die Bremsen aufgrund der Vielzahl ihrer Benutzung, wenn die Bremsen nicht ständig im Top-Zustand sind, dann bedeutet das für den Mieter auf jeden Fall eine Gefahr. Auch dass alle seine Miet-BMWs über ABS verfügen, hat seine Gründe. Das ABS ist ja eine erhebliche Unterstützung und es ist beim ABS so, dass gerade hier in diesem schwierigen Terrain und Madeira gehört sicherlich, was das Fahrtechnische betrifft, ist im oberen Bereich angesiedelt. Und wenn man dann als Motorradfahrer diese Unterstützung genießen kann, denn es treten immer wieder Situationen auf, wo dann meistens das ABS unbemerkt in Aktion tritt, dann hat das schon große Vorteile. Madeira als Motorradreiseziel hat verschiedene Vorteile. Es ist zum einen 4 Stunden von Mitteleuropa entfernt, 4 Flugstunden, das ist das eine. Und das zweite, das Straßennetz Madeiras, welches sehr gut ausgebaut ist. Wir haben durchweg asphaltierte und auch gut asphaltierte Straßen. Diese Straßen bieten eine Vielzahl von Abwechslungen. Es werden also ständig, hinter jeder Kurve gibt es neue Eindrücke. Deswegen passiert es auch nie hier, dass ein Motorradfahrer beim Fahren mal einschläft. Denn wo immer er fährt, er muss sich ständig auf irgendwas konzentrieren. Dauernd gibt es neue Eindrücke und man fährt einige Kilometer, man ist eine halbe Stunde unterwegs und muss erstmal anhalten, um das überhaupt erstmal alles zu verarbeiten, was man da gesehen hat. Die längste Gerade ist die des Flughafens mit 2700 und etwas Metern. Aber Eckhard vermietet nicht nur Motorräder, sondern er dürfte auch der beste Tourguide sein, den man auf der Insel finden kann. Wir folgen ihm also zur Pau de Serra, eine Hochfläche, die ein wenig skandinavisch wirkt. Danach kurven wir auf einer der schönsten Strecken, um schnell zwischen Himmel und Erde zu wandeln, hinauf zum 1818 Meter hohen Pico do Arriero. Dieser Gipfel liegt ziemlich genau und vor allem senkrecht über Fundschaden. Den Höhenunterschied, den wir dabei überwunden haben, sucht selbst in den Alpen oft seinesgleichen. Satte Kehren und Serpentinen garnieren ebenfalls die Auffahrt. Wie ein Korkenzieher zwirbelt sich das Asphaltband hinauf zum höchsten anfahrbaren Punkt der Blumeninsel mitten im Atlantik. Oben angekommen sollten die Motorradstiefel auch ruhig mal zum Wandern taugen. Denn eine derart bizarre Landschaft findet sich nicht so oft auf unserem Planeten wieder. Und damit endet dieser Film, aber man weiß ja, wie es kommt. Einmal Madeira, immer Madeira.